Und wem das zu aufregend ist, dem empfehle ich, nicht auf den Ursulinenhof zu vergessen. Dort eröffnet nämlich am 27. Jänner eine Ausstellung mit dem sehr interessanten Titel Adaptiert. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you. Cause it didn't leave my room. But it always the hands of someone else. Die Bilder des spanischen Künstlers Daniel Rendón Guerrero sind Traumwelt und gleichzeitig ein pointiertes Augenzwinkern auf den Alltag. Zahlreiche Auszeichnungen pflastern den Weg des noch jungen Künstlers, dessen bildnerisches Schaffen sehr von seinen Arbeiten im Bereich Animation inspiriert scheint. Jolie Dragon! Ja, ich komme von den Trickfilmen, auch Animationen von dieser Serie und so weiter. Ich habe viel gemacht und das ist einfach ein bisschen ähnlich von der Comic, auch von ganz reduzierter Malerei auf alle Fälle und einfach auch immer sehr lustig. Ich versuche das ein bisschen, diese Beats, einfach diese Humor, konnte es sein der spanische Humor oder englische Humor, aber auf alle Fälle immer ein Beats dabei. Seine Kurzfilme bergen genauso wie seine Bilder stets ein Schmunzeln, einen Hoffnungsstrahl, die Headline »Es ist ja nicht so schlimm«, ob in Farben ausgedrückt oder anhand von Symbolen. Der Mensch erscheint klein im Gegensatz zur großen Bildlandschaft, ist aber doch Mittelpunkt der Geschichte. Diese kleine Figur einfach, weil es kommt mit dem Thema von der Reduktion. Ich weiß, dass ein kleiner Mensch ist und für mich ist einfach genug. Und jeder weiß, wenn ich mache große und so weiter, dann hat er vielleicht zu viel Bedeutung. Einfach die Fläche, die Groß von der Leinwand ist einfach genug und da hat einfach viele, viele Bedeutung. Der Künstler ist in Spanien besser bekannt als El Data. Er macht Kunst für die Optik. Starke, klare Farben und klare Linien sprechen eine eindeutige Sprache. Was verwirrt, ist der Text hinter dem Bild. Zu sehen ab 27. Jänner im Ursulinenhof. No.